Moin Moin, herzlich willkommen direkt aus Akt 8, der ist ja sehr gut gestartet. Wir sind hier noch im Gebiet von Akt 7, mussten da noch den Gott beim Sterben zusehen. Oh. Und sind jetzt auf dem Weg Richtung Westen, zum Westgott. Und der könnte gegen uns sein. Am Anfang. Ich hoffe, wir töten den nicht. Auch noch. Weil ja, sonst gibt es nur noch den Süd- und Ostgott. Und der Südgott, den kennen wir noch nicht so. Aber der Ostgott, der ist böse. Was der Plan ist und wie dieses Skelett Death King oder wie der heißt, dann OP sein wird und alles mögliche. Der wird wahrscheinlich eben der Endboss sein von diesem Spiel. Das, ja, versuchen wir zu enträtseln. Also, ich denke, es wird mehrheitlich alles gegen uns sein. Wahrscheinlich der Südgott auch noch gegen uns. Alle stellen sich gegen uns. Wir sind ja die Netten, oder? Ist genauso wie im Real Life manchmal, wenn man eben was machen. Wir sind einfach alle gegen uns. Obwohl man etwas machen will. Ja, es gibt immer diese Handicaps. Vor allem in diesen Action-Rundspielen. Oder auch normalen Rundspielen. Es gibt immer mehrheitlich, die gegen einen sind. Die entweder böse sind oder einfach eine andere Ansichtsweise haben. Trotzdem nett sind. Und das ist aber auch diese Challenge, die man braucht. Ja, dieser Angriff ist ein bisschen zu schnell. Also, er ist schon geil, ist aber zu schnell. Und dafür, dass er so schnell ist, ist er einfach zu OP. Lieber Entwickler. Langsamer Spells, stark machen, schnelle Spells, schwächer machen. Aber das kennen die Entwickler irgendwie nicht. Sie machen es immer wieder. Sie machen immer wieder diesen nervigen, ja, Balancing-Fehler. Ja, wir haben keine Zeit, wie wir das Spiel entwickeln. Ja, dann nehmt euch die Zeit und ja, bringt es dann raus, wenn es fertig ist. Aber die Entwickler wollen immer nur alles rausbringen, so schnell wie möglich. Ah, liebe Entwickler, ihr habt einfach manche heftige Probleme. Es sind einfach zu wenige Leute, die zu viel wollen. Aber gut. Eben, das Spiel ist so gut. Wenn nur diese Probleme weg wären, dann wäre das Spiel so fantastisch, dass ich dauerspiele. Aber das braucht noch einige Zeit, bis ich Dauer spiele, bis ich zu süchtig bin. Ja. Weil halt einfach, ja, der 0.7.8 Patch jetzt nicht so gut ist, qualitativ, bin ich halt wieder ein bisschen öfters am genervt sein. Also. Ist aber klar, dass das einfach mit den Maps nicht balanciert ist. Ich bin sauer. Dass ich jetzt gestorben bin wegen Maps. Ich hätte jetzt einfach dann das Spiel natürlich weiter. Hä, hey, wo muss man hin? Ah, da oben rechts, oben links geht's noch durch, okay. Ja, dass man einfach so richtig genervt ist ab und zu. Aber genau dieses Generve, also das Spiel so nervt, das macht das Spiel auch so interessant. Oder? Manchmal ist man auch zu glücklich und man nervt sich dann. Und das ist genauso der Fall jetzt. Ich bin einfach zu glücklich, sehe aber diese Sachen im Weg, oder? Man hat einfach auch zu viel Anspruch. Und genau das macht das Spiel dann wieder nicht mehr so gut, aber dafür dann wieder motivierender. Motivation muss man sich halt holen, also. Motivation noch zu haben, wo das Spiel jetzt immer wieder sagt, nee, ich bin noch nicht so fertig und so. Dass man jetzt trotzdem noch Motivation hat, hat halt auch schon extrem auf, dass dieses, ja, man verlangt, man hat viel, oder? Man möchte viel. Und so, ja. Sieht man nicht immer für jetzt die Öffentlichkeit, für die Zuschauer,
so glücklich aus, aber man ist glücklich. Also ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht so richtig sagen, aber ich habe mega Spaß, uns hier durchzulaufen. Also das Spiel lenkt halt extremst ab, oder? Also ich schaue mir jeden Angriff von den Gegnern eigentlich recht gut an. Es wiederholt sich zwar oft, oder? Aber ich bin eigentlich sehr, sehr abgelenkt. Ich bin ja multitaskingfähig, also dieses Talent ist mir manchmal auch ein bisschen im Weg, dass ich so viel gleichzeitig denken, reden und sehen kann, oder? Dass das Gehirn so mega viele Informationen gleichzeitig machen muss. Und eventuell macht das genau das, dass ich manchmal über die Sachen wie zum Beispiel, oh, wieder ein zu starker Angriff, zu starker Gegner, zu zäher Gegner und so, wieder ein bisschen heftiger drauf reagiere. Aber eigentlich würde ich dem Spiel wirklich eine hohe 80er bis 90er, Anfangs 90er Wertung geben. Auch eben, danke sehr, liebe Entwickler, dass ihr so viel investiert in das Game. Also die Zeit, die sie investieren, ja, man sieht's, es hilft dem Spiel schon extrem. So, jetzt müssen wir zurück. Gehen wir lieber mit dem TP zurück. Kommen wir jetzt dorthin zurück? Nee. Wir müssen nochmals teleportieren mit dem Waypoint. Haben wir überhaupt den Waypoint gehabt, dort gehabt? Ja. Okay. Ist ein bisschen umständlich, aber ja, vor allem wegen den Ladezeiten. Aber gut. Jetzt gehen wir mit dem Boot. Zum Schiff hoffentlich. Ich will schon mit dem Schiff nach Süden, nach Westen. Ja, wir gehen nach Westen. Sehr schön. Schauen wir mal kurz. So, üben wir oben. Oh, ich kann nicht laufen. Ja, ich kann aber nicht laufen, hallo. So. Wann fixen Sie dieses, ja, ich kann nicht dorthin laufen, Problem endlich mal? Was sind das? Das sind Urzeit, Landfische. Kröte. Das ist Bisasam! Ich wusste es! Bisasam ist nicht nur ein Pokémon. Yay! Yeah. Sieht aus wie Bisasam, also. Einfach hat Bisasam natürlich diese Lianen im Körper meistens. Könnte ein guter Gürtel sein für Dotbeats. Also, ja, der Dot ist jetzt nicht so hoch, aber ich nehme trotzdem. Ein großes Gebiet, aber wir müssen nach Nordwesten. Okay. Ja. Und hier ist wirklich gar nicht. Okay, ein Waypoint. Wir sind irgendwo tropisches. Und immer noch in diesem Divine Era. Okay. Ich hätte gedacht, wir Zeitreisen zuerst. Ja. Die Entwickler so, ne, lieber nicht. Wir sollten nicht zu viele Zeitreisen machen und so. Wir müssen ja die verschiedenen Äras auch vollkleistern mit Gebietchen. Und Content, oder? Ja. Aber wenn ein Zeitreise spielen, möchte ich mehr Zeitreisen. Ich hätte wirklich mal gerne ein Spiel, was in der Antike spielt oder in der Jungsteinzeit. Im Mittelalter, in der Moderne und in der Zukunft. Wirklich mega unterschiedlich. So eine Art Ghostbusters oder Man in Black mit ganz vielen verschiedenen Zeitzonen. Oh, das wäre geil. Noch mehr Konten. Oh, noch mehr Konten. Ja, kommt man so und geht in die Antike mit so einem Bronzeschwert oder so. Und ist dann in der Zukunft und muss mit Bronzeschwerter gegen Lasergegner kämpfen. Oh Gott. Ich stelle mir das schon vor. Oh, ich liebe ja. Vor allem in Sacred 1 und 2 liebe ich diese Palisadenhäuser. Fallhäuser. Einfach sehr.
Vor allem die, die wirklich in meinem Wald sind, den Elfen und so. Oh, das ist ewig. Und den liebe ich ja auch. Leider auch wieder sehr wenig FPS, 20 bis 25 FPS scheinbar. Liebes Steam, zeig doch mal die richtig an, ey. Es laggt nicht, es ist nicht langsam. Das Spiel ist trotzdem noch flüssig, aber... hat Steam irgendwelche Anzeigeprobleme. Ich kann dem nicht ausweichen. Ich habe keine Bewegungskills. Wieso sind die so heftigst stark? Mann, man stirbt einfach, weil die Gegner nicht ausbalanciert sind. Das nervt. Ich kann doch kein... Ja. Ich kann doch denen nicht schnell genug entweichen. Ich brauche die Minions alle. Also das sind Entwickler nur 4-5 Slots haben für Skills. Das geht einfach gar nicht. Die Entwickler müssen da endlich mal auf 10 erhöhen. Ei. Vor allem die Buffs mal irgendwo einen extra Slot oben machen oder so. Wo man nicht direkt auswählen kann. Aber. Oh, dieses Cache-Welge-Tour. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist das gleiche Sumpfgebiet. Genau, das ist das Sumpfgebiet einfach in einer frühen Phase. Wo noch nicht Überschwemmung ist. Ach so. Okay. Wie man das alles wieder sieht, wie man einfach erkennt. Nach einiger Zeit. Schön, wir sind hier also in der Divin in der zweiten Phase, vor dem Sumpf in der dritten Phase, oder? Wo ist es die vierte Phase mit dem Sumpf? Nein, es ist die dritte Phase. Ach, wie schön. Alles in einem noch sauberen. Ja. Hättet ihr es auch nicht gerne? Ihr habt ein versifftes Badezimmer. Geht in die Vergangenheit, weil es noch schön war und ihr fühlt euch viel glücklicher. Ja. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder so starke Gegner. Wir sind ja Akt 7 Anfang gewesen. Jetzt kommen sie wieder. Ja, der Phönix müsste in der Nähe sein, das verriech ich. Ich rieche es, der Phönix ist hier. Von wo bekommen die Bosse immer diese Minions über? Können die das einfach beschwören? Fragezeichen über Fragezeichen. Es ist nur eine goldene Truhe hier und einen schweren Gegnern, aber jetzt müssen wir alles wieder zurück. Ja, gut. Mann. Also diese Angriffe, diese Feuerangriffe sind so stark. Haben wir eine schlechte Defensive. Wir haben 38%, also wir müssten eigentlich alles bei 70 ungefähr haben. Nur find du erstmal die Items mit Resistenten. Also es gibt kaum Resistenz-Items. Man muss immer so viel von allem wieder opfern. Das ist ja das, was ich nicht mag. So Abhängigkeiten von Resistenzen ständig. Also, das kann man in einem Rollenspiel machen, ja. Aber nicht in einem Action-Rollenspiel so heftig abhängig zu sein. Das ist eher ein Fun-Spiel als ein Schwierigkeitsgrad-Spiel, so ein Hack'n'Slay. Also. Besser, wenn es nicht so heftig wäre, wenn man wirklich die Freiheiten noch hätte. Aber gut, ja. Gibt's halt wieder diese Nörgler und die sagen... Nee, ich brauche ein unbedingt Schwerspiel. Ich muss keine Freiheiten haben. Ich brauche nur defensive Items. Jetzt baut ja Schwierigkeit rein und alles mögliche. Genau diese Spiele sollte man als Entwickler einfach ignorieren. Diese Spieler, die meinen, sie müssen immer alles Hardcore haben, die sollte man sowas von ignorieren. Aber das heißt dann auch wieder, die Leute, die am meisten Geld ausgeben, werden dann einfach nicht mehr Support und dann ja, verliert man halt als Entwickler viel Geld. Also die Spiele sind meistens so doof balanciert und so, weil sie... Okay, jetzt, dass du langsam Langeweile hast und dich wieder
Wackelkontakt Dakt einbaust. Okay, es funktioniert noch. Dankeschön. Nein, 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 nein. Weg da. Die Gegner kommen manchmal einfach zu nah an einem ran. Und dann gibt's sofort Saures. Stirbt man sofort. Nein, nicht nach unten ziehen. Nein, ihr bleibt hier oben. Ihr geht jetzt nicht da nach unten. So, jetzt wieder. Och, hier unten ist sowieso nichts, hoffentlich. Ja, okay, eine goldene Kiste oder so. Aber seitdem die genervt wurden, sind sie einfach nicht lohnenswert einzusammeln. Also, ja, die Wahrscheinlichkeit auf Unix und gute gelbe Ernten ist einfach zu gering. Okay, aber das ist nicht dieses Gebiet schon mit den Skeletten, die ständig kommen. Ja, hier drüben hätten wir sonst eine goldene Kiste. Vielleicht wurde es ein bisschen verkürzt, also dass es jetzt halt nicht mehr so lange geht. Das heißt, wir kommen jetzt auch zu diesem Boot und ist das dann auch in der Mache? Also wird es gerade gebaut, dieser Dreadnought? Na gut. Ah ja, dieses Gebiet wurde ja schon geteasert. Das Gebiet, das gab es ja schon als Bild. In hübscherer Form. Das war ja auch versifft. Das Gebiet vor dem Dreadnought mit den Korallen. Ich liebe so Korallengebiete. Linien Cooldown Recovery Speed. Ist ja eher etwas für den Primalist, aber der hat ja das nicht, also Akolyt. Idol ist es. Ja, es ist wirklich dieses Gebiet. Sehr nah jetzt dran war an dieser Stadt. Wo alle Leute noch nicht da waren. Gulamander. Okay, Gulamander, das ist denn so. Comichaft. Superhero Monster! Superhero Monster! Ja, und hier ist. Nebengebiet. Ja. Mache ich dann mal in aller Ruhe nochmals. Kunde, aber jetzt gehen wir doch ein bisschen weiter. Aua, nicht immer so diesen Laser reinhüpfen. Carsten, bitte. Ja, hier ist wirklich gar nichts. Also direkt wieder nach oben. Wir gehen dem Waypoint entlang. Ja, Questmarker entlang. Nicht Waypoint. Aber ein Waypoint wird sicher da oben auch sein. Ist im Akt 4 auch gab. Ja, eine Aktanzeige hier oben wäre nicht schlecht. Jetzt sind wir im 8. Akt, aber wo das gleiche Gebiet war. Der Dreadnought ist, glaube ich, der 4. oder 5. Akt. Ja. 5. Akt ist in der Wüste, also das ist der 4. Akt, okay. Verstanden, Drago. Man muss einfach zurückdenken. Man muss, ja, das war der 6. Akt mit dem Osten. Also, ist der 5. die Wüste und die 4. ist die Dreadnought. So, warum habe ich das geschafft? Oh, jetzt kommt die Mörderkrabbe. Kingler! Tenor City. Damals, irgendwie so 1998 oder so, habe ich mal lange Parasite Eve 2 gespielt. Das ist ein Resident Evil Abklatsch von Sony gewesen. Dort gab es auch Velo City, Denner City, alles mögliche City. Und ich dachte mir immer, das sei eine Stadt. Aber Velo City ist ja zum Beispiel die Schnelligkeit, die. Der Speed, oder? Und als nicht Englisch gelernter, also der nicht in der Schule so gut Englisch hat und so, versteht er natürlich nicht, was Velocity heißt und so. Also es war dann immer so lustig, wenn ich es dann verstanden habe. Ich habe immer gedacht, das sei irgendwas mit einer Stadt, weil es heißt ja City. Nee, es ist nicht, lieber Strago, es war die Geschwindigkeit und
Als ich das verstanden habe, bei Endboss und so, musste ich noch ein bisschen nachrecherchieren. Der Endboss war damals in Parasite Eve 2 recht schwer. Velocity ist Schnelligkeit. Okay, das muss ich nehmen, weil ich war zu langsam beim Endboss. Die Steuerung war ein bisschen zu langsam und so. Dann habe ich Velocity genommen und mit Velocity konnte ich dann den Boss besiegen. Aber mit Stärke nicht. Also das ist ja ein bisschen kompliziert gewesen dann am Schluss, dass der Endboss dann viel stärker war als das Endgame. Oh. Also wenn ich noch einen guten PS1-Emulator habe, dann spiele ich ganz viele PS1-Games dann wieder, wenn ich ein bisschen mehr Erfolg habe beim Livestream. Oh ja, da werdet ihr freuen, dass ihr dann auch noch alte Spiele sehen könntet. Wenn ihr es mögt, kann ich wirklich auch alte Spiele weiter zocken. Auf dem PC, das ist meistens Auflösungsprobleme, aber im Emulator, ja, dann sieht man halt einfach alles klein oder so, dass man sieht es ein bisschen gestreckt. Aber gut, also wenn ich jetzt wirklich auch Unterstützer habe und alles mögliche, dann werde ich natürlich auch gerne alte Konsolen-Games spielen. Wieso nicht? Vielleicht auch PS5-Spiele da. Wieso nicht? Und die Freiheiten, die gebt ihr mir. Ich kann einfach keine Freiheiten gut machen, weil ich nicht das Geld habe. Auch weil sie eben Geld ja, spendet oder einfach nur mitschaut, kann ich das arrangieren. Nein, bitte nicht. Schon wieder so ein... Ja, das ist Siege Golem. Ich wusste es. Nur von der Attacke wusste ich, dass das Siege Golem ist. Aua. Aber die sind wenigstens nicht so heftig wie in den Maps und diesen alten Mods. Doublet of Honor's Tool. Ist das ein neues? Nein, das ist natürlich dieses doofe... Bleed, Rüstungsunik. Ich habe jetzt in bestimmten Formen, vor allem vom Secret 2, also secretlegends.de, ein paar Sachen gemerkt, dass die Deutschen manchmal Unü oder Ini sagen zu Unix. Kann ich jetzt nicht verstehen. Ja, ich hätte das jetzt mir ein bisschen anschauen sollen, was die redet. Aber scheinbar hat die irgendwie so eine Blockade gelöst. Nett, danke schön. Jetzt kommen wir hier durch. Ach ja. Liebe Entwickler, akustisch, ihr müsst ja das mehr präsentieren. Dann sehe ich auch, wie es weitergeht. Also Texte drücke ich halt gerne weg. Schade. Ich hab's verpasst, aber. Das werden wir dann mit dem Bleed. Mit dem Rip Blood Bild dann noch natürlich nochmals ein bisschen besser anschauen. Wieso castest du denn so weit? Was haben wir entwickelt? Was haben Gegner und Minions manchmal für Reichweite? Extremst. Schon heftig. Boah. Jetzt kommen einfach immer wieder zu viele Trash-Gegner auf einen zu. Oh, da hat man immer Angst. Weil man ist halt einfach ein Glasscan als Minion. Ich mag Minion-Builds nicht, wo man Glasscan sein muss, weil man einfach nicht genug Items tragen kann und so. Minion-Builds sind immer zu Item-abhängig. Da muss man immer sehr viel Damage, Minion-Damage und Minion-Life drauf haben. Und Minion-Health-Regeneration vor allem. Es ist, ja, dann immer so ein Schock, wenn man jetzt vorausgeht und die Gegner greifen dann und schniert an. Weil die Minions auch immer zu langsam sind und so. Es ist immer der gleiche Kritik. Jedem Spiel, liebes Headset. Okay. Oh. Das wieder an. Man habe das Gefühl, das Headset will einfach manchmal, dass es nicht funktioniert und deshalb immer das Kabel rausreißt. Ach, doofe. So doofe. Tja. Ah, kommt ein Gegner runtergesprungen, geflogen. Das ist ein Boss. Oh. Ich war weg und habe einen Heiltrank getrunken.
ist das wieder heftigst schwer. Manche Gegner machen einfach dreimal so viel Schaden, wie man eigentlich aushalten kann als Minion Master. Eben, noch unbalancierter das Game, noch neuen Akt, noch härtere Gegner. Es geht einfach nicht, liebe Entwickler. Das ist der größte Kritikpunkt von allen. Ist schon gut mit Damage over Time und Lightning Damage und so, aber es passt einfach nichts zusammen. Nehme ich nicht mit. Ach, liebe Entwickler, man lernt es endlich mal gegen ein bisschen anzupassen. Ja, ja. Soulfire. Ja. Habe ich ja natürlich auch schon 100 Mal gefunden. Also ich muss irgendwie mega craften, damit ich genug zäh werde. Meinen Angriffen auch nicht immer so extrem hinsetzen muss, weil ich keinen Bewegungskill habe. Also ich muss ja langsam einen Bewegungskill benutzen, nur ich kann nichts wegwerfen. Ich brauche alle vier Sachen. Schon mit dem Sacrifice vom Magier. Das ist der Damage Dealer Spell. Also mit Sacrifice mache ich den Damage. Also machen die Magier den Damage richtig. Und das ist halt einfach ein bisschen doof, dass ich jetzt einfach immer wieder sterben muss, weil ich den Angriff nicht ausweichen kann. Hier oben drauf. Aber das ist ein Boss gewesen, da kann man sterben. Die Entwickler wollen wahrscheinlich, dass man am Bossen stirbt. Oh, Rage Quit. Ich habe noch nie Rage Quits gemacht. Aber ich sage das gerne, weil viele... Also, damals zum Beispiel, als ich recht lange League of Legends gespielt habe, das war 2013 ungefähr, habe ich immer wieder Kollegen gehabt, die Rage Quits gemacht haben. Und ich war immer der Einzige, der noch drin war. Ja, es ist Essenszeit, ich weiß. Ich habe aber keinen Hunger, ich will aufnehmen. Oh, na, da gibt es noch ein Livestream, wenn ich das auch noch ein bisschen fixiert habe, das Kabel. Weil ganz viele wollen wieder, dass ich Roblox weiter spiele. Haben wir einen Waypoint gehabt? Nee, oder? Hier war kein Waypoint. Also so nah war jetzt kein Waypoint. Und wieso muss ich jetzt hier unten rechts noch hingehen? Das machen wir dann im nächsten Part, ey. Irgendwie was müssen wir... Ah, Return to Deep Harbor, Chieftain. Also da müssen wir wieder zurück in diesen Untergrundhafen. Okay, aber bitte jetzt ein Waypoint, okay? Die Waypoints sind manchmal so weit auseinander. Ja, endlich Waypoint. Okay, und das ist auch eine Stadt. Also, ein Lager. Ja, Liat ist immer noch ein bisschen gegen uns. Sie hat keine Zeit, also sie kann nicht warten. Wir brauchen sie auf unserer Seite, aber wenn sich die sich nicht entscheiden können, das ist immer das Problem, oder? Nimmst du die... Gehst du die Insel des Sturms? Also gehst du zur Insel des Sturms? Ich habe, ja, persönliche Ferien. Eine kleine Notiz dazu. Kann es auch nicht gut übersetzen. Sie ist sehr süß, also Solarium. Okay. Ja, okay, wir sind da. Etwas Verwirrendes machen. So, im nächsten Part tun wir weitermachen. Also jetzt sind wir hier gewesen. Okay, gehen nochmals zu Deep Harbor. Da haben wir noch eine Quest abzugeben, scheinbar. Jetzt haben wir aber Akt 8 Quests jetzt nicht so viel gegeben.
Hä, wo müssen wir hier hin? Return to Deep Harbor, Chieftain. Aber wo ist er? Ist er gar nicht hier? Ist das der Chieftain? Julia, was da? Weg da. Das ist Grail, ja. Wohin müssen wir? Ja, J. J. Wo müssen wir jetzt die Quest abgeben? Auf Deep Harbor? Aber wo ist der Chief? Ich bin in Deep Harbor. Wo ist der Chief? Und hier? Eyes of Storm. Liat's Tower kommt auch erst später, denke ich mal. Penetrate Perle in the Coral Pool. Das ist die Quest, die wir verpasst haben. Die müssen wir dann noch machen, okay. Aber wo ist jetzt der Chieftain von dieser dummen Grotte hier? Ich glaube, hier rechts im Gebiet, das können wir dann auch das nächste Mal machen. Okay, schade. Gut, dann also bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Der Akt hat sich, ja, hat es in sich. Also zweimal, glaube ich, gestorben. Oder einmal gestorben in diesem Akt, aber doch zweimal, glaube ich. Wegen doofen Angriffen. Aber gut, der Bild ist ja sowieso ein bisschen Glasscannon. Dafür einfach die Minions mega zäh. Naja. Ist sicher verbesserungswürdig. Bis dann. Bis zum nächsten Part. Tschüss.